Aloha zusammen und ich begrüße euch zur allerersten Ausgabe der zweiten Season des MyGM-Modus. Und die Boston Celtics haben die Umfrage für sich entschieden mit 21 Votes. Das war eigentlich eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Das hat sich auch relativ früh herauskristallisiert. Die Magic und die Raptors hatten jeweils 14, also der Abstand bis zu den Celtics war doch recht uneinholbar. Die Lakers hatten noch knapp 10 Stimmen und auch die Bucks, glaube ich, 12. Oder 13, aber das ist jetzt alles uninteressant, denn wir sehen uns gerade hier den Teamauswahlbildschirm an. Die Celtics also da in den Startlöchern und Bernard Patten heißt der Besitzer und wir lesen einfach mal den Einführungstext vor. Bernard Patten erwartet von seinem Team Erfolge und lässt hier keinen Spielraum, wenn es nicht läuft. Auch die öffentliche Wahrnehmung des Teams ist ihm sehr wichtig. Er erwartet daher, dass du die Fans und Mitarbeiter seiner Organisation stets mit Respekt behandelst. Und das haben wir, glaube ich, auch im Allgemeinen vor. Links sehen wir noch den finanziellen Spielraum und dann noch die Eigentümervorlieben wie Geld, Teamerfolg, das Image, das Engagement, das Franchise oder die Franchise-Moral. Und die Geduld, aber viel wichtiger ist das aktuelle Team, mit dem wir arbeiten müssen und was wir natürlich auch umbauen werden. Wir sehen Rondo mit einer Wertung von 90 da, der ganz klare Star, verdient für einen Star eigentlich relativ wenig, 12 Millionen. Ich kenne da einige ganz andere Kaliber, wie ein James oder so, die sind da über 20. 12 Millionen ist dann noch recht harmlos, aber wir sehen zum Beispiel einen Humphries. Der Typ ist 28 in der Wertung von 72 und hat auch einen 12 Millionen Gehaltscheck und das geht bei mir ja gar nicht. Da hätten wir schon mal die erste Baustelle. Weiter geht's, zum Beispiel Brandon Bass 6,75. Damit könnte man noch leben, aber ich kann ja nicht alles rausschmeißen. Ich muss ja schon was an Spielern haben. Wir gucken gleich. Unterdessen sehen wir, dass ein Wallace auch nicht gerade wirklich wenig verdient. 10 Millionen für einen Spieler, der 30 Jahre alt ist und nur eine Wertung von 72 besitzt. Natürlich macht er sich dadurch zu einem ganz großen Kandidaten für einen Trade. Aber wir schauen gleich erstmal. Gerade haben wir noch gesehen, dass drei Spieler insgesamt verletzt sind im Roster. Das ist natürlich nicht das Erfreulichste. Aber prompt sitzen wir im Büro unseres Besitzers. Da kommen doch Nostalgiegefühle auf, wie ich finde. Mal schauen, was seine Ziele sind. Er sagt erstmal, er ist ein ehrlicher Mensch und stellt uns ehrliche Forderungen. Wir sehen mal weiter. Er sagt, er möchte einen guten Draftpick. Das ist natürlich in meinem Interesse, denn die ersten, weiß ich nicht, wie viele Saisons werden natürlich keine wirklich erfolgreichen. Dadurch werden wir natürlich einen guten Pick bekommen. Soweit gehe ich von aus bis jetzt. Ich weiß nicht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich bin auch kein Hellseher. Er möchte 20 Heimspiele gewinnen. Sagt auch noch, dass er keine absurden Ziele hat wie die Meisterschaft. Das ist doch schon mal realistisch. Aber 20 Heimspiele werden sehr, sehr schwer zu gewinnen. Deswegen sage ich auch nur, dass das machbar ist. Boah, das wird, glaube ich, voll in die Hose gehen. Aber so sinkt das Vertrauen wenigstens nur minimal. Und dann wären wir auch schon bei der Gelderzuweisung, wobei Gelder nicht mehr wirklich da sind. Alles schon verteilt. 75 Millionen sieht es momentan mit der Spielergehaltsliste aus. Guckt euch mal an, bis wohin das ausreizbar ist. Bis zur 100-Millionen-Grenze. Die Luxussteuer noch gar nicht mit inbegriffen. Das wird ganz, ganz spaßig. Dadurch hat das Franchise natürlich riesiges Potenzial. Die Experten unter euch haben da ganz weise gewählt. Wahrscheinlich wusstet ihr das schon alle. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Das war's, glaube ich, erstmal mit der Unterredung meines Besitzers. Und dann wird erstmal der Draft-Jahrgang nicht generiert diesmal, sondern einer runtergeladen, der dem gleichen der Realität obliegt. Also da wurden dann halt alle Kandidaten mit rein generiert. Man kann halt die Jahrgänge von anderen Spielern runterladen, die dann halt selbst erstellt haben. Da habe ich ganz großen Respekt vor, wenn da so viel Arbeit rein investiert wurde. Und das macht natürlich den kommenden Draft richtig, richtig reizvoll. Habe ich richtig Lust drauf. Sehen im Hintergrund nebenbei unser Team, unsere Teamrotation. Rondo da, der unangefochtene Star, auch wenn er einen Wertungspunkt nach oben unten hat's wahrscheinlich, weil die Teamchemie noch gar nicht mal so hoch ist. Aber
Es geht schon los. Ihr seht es, Gerald Wallace, der Top-Trade-Kandidat Nummer 1, wird schon mal ins Freiland buxiert, genauer gesagt zu den 76ers. Die wollen mir zwar zwei Runden-Picks andrehen, aber nicht mit mir. Ich will den First Round für den kommenden Draft, denn Philly ist genau wie ich ganz großer Kandidat auf den Top-3-Pick. Ich gebe ihnen Wallace natürlich und mein Backup PG Pressey. Dafür muss ich aber allerdings eine Spielerstarkreden-Rede benutzen. Mein Gott, das ist ein Zungenbrecher, nicht wahr? Dafür werden 1200 WC fällig, aber die investiere ich sehr, sehr gerne. Somit haben wir wirklich hervorragende Voraussetzungen geschaffen, um zwei starke Spieler aus dem kommenden Draft-Jahrgang zu bekommen. Und böse Zungen behaupten, da sollen einige gute bei sein, habe ich so gehört. Also, alle Augen auf den kommenden Draft. Wir sehen aber erstmal im Hintergrund, dass wir die Rotation neu anpassen mussten, weil Wallace ja natürlich weg war. Aber jetzt geht es erstmal ans Eingemachte, nämlich ans Simulieren. Aber vorher muss ich mich der Presse stellen. Die möchten gerne wissen, was ich mir erhoffe, in Boston zu erreichen. Aber ich backe natürlich erstmal ganz kleine Brötchen, möchte nämlich lernen und nur ansatzweise das erreichen, was ich in Washington erreicht habe. Die Antwort ist ganz inoffiziell. Aber es hagelt erstmal zwei Niederlagen für die ersten zwei Spiele. Ich glaube, das waren nicht die letzten. Möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber die Presse, die findet das gar nicht witzig. Ich sage aber alles bestens, ganz ruhig, was irgendwie keinem gefällt. Aber dann gibt es drei Siege hintereinander. Bam, direkt mal die Antwort. Und dann geht's gegen Miami und wir müssen die Total Sim Control, weil ich noch nicht meine ersten drei Scoring Options ausgewählt hatte. Bradley wird Nummer 1, ich denke, so als Shooting Guard wird er das machen. Rondo ist kein Scorer auf der 1, der ist ein reiner Passgeber, hat auch einen ziemlich unverlässigen Jumper, aber er hat ja ganz andere Qualitäten. Aber jetzt geht's erstmal richtig los, nämlich der zweite Trade, diesmal sogar was Handfestes. Ich habe nämlich mein Auge auf Anthony Bennett geworfen von den Cavs. Ich brauche nämlich einen Power Forward, denn Humphries besetzt momentan diese Position, aber der sitzt auch auf einem ganz wackeligen Stuhl. Und der Trade sieht folgendermaßen aus: Olynyk und Bayless gegen Felix und Bennett. So geht es nochmal in die Teamrotation. Und natürlich werden jetzt einige von euch sagen: Anthony Bennett, ernsthaft, der wohl größte Draft-Bust aller Zeiten, sagen ja manche. Aber vertut euch da nicht, der hat wahnsinniges Potenzial, besonders hier im virtuellen Bereich. Ich hoffe da, dass er bis auf die 80, sogar Mitte 80 klettert. Das ist zwar weit hergeholt, aber man muss Unmögliches verlangen, um Mögliches zu erreichen. Diesen weisen Spruch hat mal ein sehr weiser Mann gesagt. So in etwa. Aber das ist ja völlig uninteressant, denn wir sind jetzt am Ende der allerersten Folge der zweiten Season angelangt. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Mir wird es auch weiterhin riesen Spaß machen, denn wir werden vor einer ganzen Menge Arbeit stehen, die es zu bewerkstelligen gilt. Ich hoffe, ihr steht mir da weiterhin zur Seite und schaltet damit auch im nächsten Part ein, der höchstwahrscheinlich morgen kommen wird. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und haut rein. Ciao.